Hallöchen, ihr Freunde der Nacht. Und jetzt willkommen zu einer neuen Runde Regenbogen 6 mit dem Otter. Hi. Ich wollte das noch mit der Pause erklären. Also, ich brauche nicht wirklich Stille. Ich weiß. Ich brauche nur einfach Vorlauf. Ja, weißt du, was nämlich das Geile ist? Wenn ich endlich einen neuen Rechner habe, dann kann ich mein Intro neu machen. Ja, neuer Rechner wäre schön, ja. Gebe ich offen und ehrlich zu. Ne? Habe ich kein Problem mit. Hätte ich gerne. Einfach weil ich mir nicht sicher bin wegen X. Oder einfach weil ich X in besserer Darstellung nochmal gerne zeigen wollen würde. Mein Problem ist nur, ich habe das Geld dafür A nicht. Und es gibt kein B. Gut. Wenn ich meinen neuen Rechner habe, kann ich mein Intro endlich neu machen. Ich habe es nämlich mal probiert mit After Effects in 4K auf 5 Layern. Irgendwelche Elemente hin und her schieben, macht keinen Spaß. Kameras aus. Das ist das. Oh, ich wurde gespottet. Ich auch. Ich fuß da trotzdem rein. Hier. Huch! Bist du aufgeschossen? Ich weiß, wo Kev ist. Wer tötet? Sie war schneller im letzten Waggon. Nein. Alles leer. Alles leer. Da war Kev drin. Wo ist Kevin? Die war da nicht. Was mit Kevin? Da ist kein Kevin. Da war Dingsbums mit den ollen Echo war da und das war's. Da war kein Kevin. Da war ein Doc unter ihm. Ja. Die Frage ist wo? Kann Doc mit seinen Pfeilen eigentlich töten, Gegner? Das müssten wir mal ausprobieren. Hast du einfach auf dein Handy rumgespielt? Nein. Doch, hast du. Hast du das mitgekriegt heute? Der Erfinder von SpongeBob ist. Der ist gestern gestorben. War es gestern? Das war gestern. Das ist heute auf Twitter gelesen. Achso, nee, gestern. Okay. Ach, stimmt, ja, hier, One Day. Okay. Nee, ich habe das im Mittag gelesen, ich war so, what? Und dann habe ich mich so ein bisschen in den Wikipedia-Artikel von SpongeBob vertieft. Der ist zwischendurch wohl mal ausgestiegen und nachher wieder eingestiegen. Das waren zwischendurch wahrscheinlich die doofen Folgen. Ja. Ja, so haben auch ein paar geschrieben. Dass die Folgen mit ihm deutlich besser waren. Dachte mir, was? Moment. Get me to Wikipedia. Yay. Granate! Ich konnte noch gerade so wegdrehen. Sorry. Wurde gespottet. Ich kriege hier auch noch mal das Knacken aus dem Schreibtisch raus. Warum liegt auch G neben F? Wer macht sowas? Kannst du auch F woanders hin machen. Auf O zum Beispiel. Genau. Die Funktionstaste auf O. Nein, einfach die Tasten tauschen. Also physikalisch. Nicht virtuell im Spiel. Hast du da nichts recht? Das kann man machen. Lodo, tausch einfach die Keycaps aus.
Da fahren hier oben noch Kameras rum. Was soll denn der Scheiß? Haben Sie eigentlich das Ding gefunden gehabt? Ja, ne? Ja. Frau Hauptengel, ich habe sie gerade ein bisschen was aufgeschlagen. Au. Dann ist neben dem Drack hier was explodiert? Nee, eigentlich eins tiefer. So quasi unter mir. Ja, ich lade keine Kamera hin. Das haben wir eigentlich nicht gehört, wow, wenn sie sich nicht bewegt. Fuse und Sledge, glaube ich. Nitro in die hochgeworfen. Ups. Das ging schnell. Ups, da ist er umgekippt, Alter. Ich hasse diese Map. Kann man die nicht für die Suche irgendwie so anpassen, dass du die Map nicht kriegst? Doch. Klar, du kannst Maps ausschalten in der Suche. Du kannst auch Maps anschalten, du kannst auch Spielmodis ausschalten und einschalten. Aber eben nur immer der das Spiel aufmacht. Also der Gruppenchef. Du kannst doch zum Beispiel sagen, dass du keine Geiselnahme spielen willst. Ich mach random. Dann mach mal random. Kriegst Rekrut. Nein. Hätte schon mal laufen können. Zum Beispiel wie bei Screaming Rides. Nee, die hat ja mit Absicht den gewählt. Ja, eben. Wurde wegen nicht förderliches Verhalten gesperrt. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Aber da hat man gerade wieder gesehen, die P90 ist für den Arsch. Wie in jedem anderen Spiel auch. Ja, ich habe fast das ganze Magazin in den Rücken reingeballert von ihm. Hi. Und nichts. Nichts an Schaden verursacht. Ein Drucki ist der Drucki. Da war der Drucki. Da bin der Drucki. Ich glaube, ich schnibbel dann gleich mal die Aufnahme von letzter Woche, von vorletzter Woche. Letzte Woche gab es ja gar keine Aufnahme. Ja, ich habe den Vocoder gerade geupdatet. Ich glaube, ich schnibbel alle und lass sie einfach mal durchrennen und gucken, wie weit sie kommen bis morgen früh um 7. Ich habe auch genug zum Rendern, ey. Ich muss halt die zwei Aufnahmen durchrendern. Dann muss ich noch die zweite LS-Aufnahme durchrendern. Dann müssen noch zwei Stellaris-Aufnahmen durchgerendert werden. Das hat sogar schon alles Thumbnails und ist geplant. Die Thumbnails habe ich nicht, weil die Thumbnails trage ich ja immer die Titel ein. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man die Titel noch nicht hat. Ja, du hast aber von der LS allgemein noch nicht mal ein Template. Das ist richtig. Weißt du was? Man kann nicht durch den Boden schießen. Das hätte mir vielleicht vorher einer sagen müssen. Du kannst übrigens nicht durch den Boden schießen. Wieso soll ich, dass ich durch den Boden schießen kann? Ah doch, wenn man von oben direkt nach unten schießt, dann geht's. Macht er hier so Rabauts? Ich wurde entdeckt. Lol. Ich habe nur wieder Kaffeina gefunden. Aber immerhin hat sie mich gleich erschossen. Wo war sie denn? Im Zug? Im zweiten Waggon von hinten.
Was jetzt in dem Waggon direkt bei dir vor der Tür. Genau in dem. Da ist auf dem Boden. Ich muss nach Land. Ah, verdammt, ich hab noch gesehen. Hä, warum ist bei denen jetzt Granatensymbol die ganze Zeit auch gerade aufgeleuchtet? Ich weiß nicht. Ach stimmt, Rekrut hat ja auch ein Schild. Hä? Was schießt der da? Das ist eine Wand. Jung. Ah, manchmal ist es komisch, ey. Jetzt fällt er runter. Bricht sich Knochen. Ja, du wolltest ja nur eine gute Runde, hast du gesagt, ne? Ja, ja. Hast du eine schlechte, hast du dazu gekriegt. Gut. Alter, du bist MVP im Team. Yay, Team VP. Ja, gut. Sag mal, wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Aufnahme und so weiter und so. Tschüss. Tschüss.